Steile Rampen, meterhohe Gaps und spektakuläre Stunts. Der diesjährige Glamride Mountainbike Slopestyle-Bewerb lockt wieder zahlreiche Bike-Begeisterte nach Saalbach-Hinterglemm. Das Programm-Highlight des diesjährigen Glamride Bike Festivals ist nichts für schwache Nerven, denn die weltbesten Slopestyler beweisen ihren Mut und ihr Können. 20 Slopestyler nehmen an der Vorqualifikation teil. Die besten 9 treten gegen 15 gesetzte Fahrer an. Bewertet wird der Beste der 2 Läufe. Legendär ist bereits der Ritt über den Gorsselstallhang. Dann geht's über eine steile Rampe auf eine Poolterrasse hinauf und über ein 8 Meter hohes Gap hinunter zu einem gewaltigen Sprung über die Saalach. Mit dabei sind Slopestyle-Profis aus der ganzen Welt. Nicht jeder kommt mit der herausfordernden Strecke zurecht. Dann bin ich leider am letzten Sprung gestürzt beim 260 Superman. Eigentlich ein sicherer Trick bei mir, aber hat leider nicht geklappt. Und am schwierigsten war der Sprung nach der Kurve, weil es sauschwer war, den Schwung dafür zu bekommen. Juroren bewerten die Läufe nach Schwierigkeitsgrad und die Ausführung der Tricks, sowie die Höhe und die verschiedenen Variationen der Sprünge über die gesamte Strecke. Rund 400 Kilometer lang sind die Mountainbike-Strecken in Saalbach-Hinterglemm ein Paradies für jeden Trailfahrer und Downhill-Fan. Die 5000 angereisten Bike-Enthusiasten bestaunen nicht nur die Profis, viele von ihnen nehmen auch selbst an Amateurrennen oder geführten Touren teil. Dritter wird Bernd Winkler mit 83,66 Punkten. Der zweite Run des 21-jährigen Hartbergers überzeugt die Richter. Der sympathische Steirer holt sich damit den Titel Hero of the Weekend. Mit diesem Ergebnis sichert er sich auch die begehrte Wildcard für das Saisonhighlight der Red Bull Joyride at Crankworx in Kanada. Ich hatte einen Plan für einen Run, aber habe den ersten Run eher auf safe gemacht. Habe dann eben 55 Punkte bekommen und habe gedacht, okay, ich muss noch drauflegen. Habe dann eben alles gegeben und ist genauso aufgegangen, wie ich es gemacht habe, und besser hätte ich laufen können. Vorjahressieger Thomas Genon aus Belgien wird in diesem Jahr Zweiter. Ein Double Tail Whip über den ersten Sprung, gefolgt von einem Lay Tail Whip über den Superkicker, reichen in diesem Jahr nicht ganz für die Titelverteidigung. 84,66 von der Jury, das ist Rang 2. I think it was just a good run that. Ich glaube, es war ein ziemlich guter Run. Ich habe wirklich gezeigt, was ich kann. Es war ein fehlerfreier, sauberer Run. Dafür bin ich hierher gekommen. Einen beeindruckenden Run absolviert Torquato Testa. Der 24-jährige Italiener aus Monza zeigt einen Fliptail über den ersten Sprung, einen lupenreinen Double Backflip über den Superkicker und ein Front-Flip-Step-Up auf die Terrasse. Mit einem Double Can-Can und einem gewaltigen Cork 720 über den River Jump begeistert der junge Italiener Zuschauer und Jury. 91 Punkte, das ist der souveräne Tagessieg. Es hat alles geklappt, ich habe gewonnen. Für mich ist das das Beste. Der Run war solide, ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Den Flip-Whip auf dem Borderlock, den doppelten Backflip und den Kirk 7 am letzten Sprung. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Run, weil es genauso gelaufen ist, wie ich es geplant habe. So, I was super happy about my run, because it was like exactly as planned. Platz 3 für den Österreicher Bernd Winkler, auf dem zweiten Treppchen Vorjahressieger Thomas Genon aus Belgien und verdient ganz oben auf dem Podest der Italiener Torquato Testa.